be strong. Hey, ich bin Elisabeth von So geht Canva. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Wie jeden Montag gibt es hier ein neues Canva-Tutorial und natürlich viele weitere hilfreiche Tipps und Tricks und Schritt-für-Schritt-Anleitungen für dein Grafikdesign mit Canva. Heute möchte ich dir ein absolutes Canva Pro-Feature vorstellen, das ich auf alle Fälle absolut abfeiere. Und zwar sind es die Markenunterlagen. Du hast zwar die Möglichkeit, auch in der kostenlosen Version bereits 3 Markenfarben zu hinterlegen, aber in der Canva Pro-Version kannst du unendlich viele Markenunterlagen wie Logos, entsprechende Farben, Schriftarten entsprechend hinterlegen und sogar deine eigenen Schriftarten entsprechend hochladen. Für mich ein absolutes Muss, da ich für unterschiedliche Kunden arbeite und natürlich jeder Kunde sein eigenes Branddesign hat und ich mir für jeden Kunden somit auch ein entsprechendes, also die entsprechenden Markenunterlagen hinterlegen kann. Und das kann ich dir wirklich nur ans Herz legen. Schau dir gerne mal an, dieses entsprechende Pro-Feature, das ich dir heute vorstelle. Und falls du Lust hast, Canva Pro mal 30 Tage kostenlos auszutesten, dann schau gerne in der Videobeschreibung vorbei. Dort findest du meinen Affiliate-Link. Also loggen wir uns einfach mal in unsere Canva-Accounts ein und ich zeige dir, um was es heute geht. Wie du siehst, bin ich wieder in meinem Canva-Account eingeloggt und heute soll es ja um den Reiter Markenunterlagen gehen. Beim Reiter Markenunterlagen ist vor allem der Unterschied von Canva Pro zu Canva Free sehr deutlich spürbar. In der Canva Free-Version hast du zwar auch die Möglichkeit, dich an Markenunterlagen zu bedienen, da hast du aber lediglich 3 Markenfarben, die du dort hinterlegen kannst. Deswegen ist es für mich schon ein großer Punkt, warum ich auf alle Fälle für mich Canva Pro nutze, weil wenn du für unterschiedliche Kunden arbeitest oder zum Beispiel selber unterschiedliche Unternehmen hast mit unterschiedlichen Markenunterlagen, dann kann ich die dort nicht einfach so hinterlegen. Ja, es gibt zwar einen kleinen Hack, ich habe dir hier auch mal das Video, das ich dazu schon mal gemacht habe, nochmal entsprechend verlinkt, aber ganz ehrlich, wir haben alle keine Zeit, deswegen würde ich dir durchaus empfehlen, diesen kleinen Betrag für Canva Pro in die Hand zu nehmen, beziehungsweise es gerne mal auszutesten. Du findest auch in der Beschreibung des Videos meinen Affiliate-Link, mit dem du Canva Pro auch entsprechend 30 Tage kostenlos testen kannst. Also schau da gerne vorbei, wenn du interessiert bist. Also wenn du hier einmal auf die Markenunterlagen draufklickst, dann siehst du schon, ich habe für viele unterschiedliche Kunden die Markenunterlagen entsprechend hinterlegt. Und das ist für mich einfach ein super Bonus von Canva Pro, weil ich mich so super organisieren kann in Canva, für jeden Kunden immer die passenden Markenfarben und die Logos zur Hand habe und nicht ewig rumsuchen muss und kann die immer mit einem Klick, das werde ich dir jetzt dann auch zeigen, entsprechend ändern bzw. zwischen den Kunden hin und her switchen und so gleich in meine Designs einfügen. Das erleichtert mir einfach die Arbeit total, ja. Du kannst hier die Markenunterlagen hinzufügen. Du kannst hier deinen Markenunterlagen einen Namen geben. Also wenn du zum Beispiel sagst, das ist jetzt für einen Kunden Max Mustermann, gehst du hier einfach auf Erstellen. Und dann öffnet sich so eine weiße Oberfläche, wo du die ganzen entsprechenden Markenunterlagen hinterlegen kannst. Wie gesagt, in der Canva Free Version kannst du hier lediglich 3 Markenfarben hinterlegen. In der Canva Pro Version kannst du hier wirklich dich austoben. Und zwar, du hast hier die Möglichkeit, die Markenlogos zu hinterlegen. Das heißt, du kannst wirklich hier Markenlogos, die dir dein Kunde zum Beispiel bringt, von einem erstellten Designer oder so, ne, dort hochladen. Oder auch Elemente, die von einem Designer erstellt worden sind, kannst du hier entsprechend hochladen, deine eigenen Logos hochladen, eigene Elemente hochladen. Ja, also da hast du hier die Möglichkeit, das Ganze unter Markenlogos hochzuladen. Dann hast du hier die Markenfarben. Dort kannst du auch einfach auf das Plus klicken, hier einfach den Hexacode eingeben oder wenn du noch keine Markenfarben hast, dich hier natürlich austoben und dir schöne Farben aussuchen, die du gerne haben möchtest. Und wie gesagt, dir stehen da in der Canva Pro Version unzählige Farben zur Verfügung, die du für deine Marke verwenden kannst. Empfehle ich natürlich nicht, ja, also du solltest da keine 8 unterschiedlichen Farben haben, beschränke dich da wirklich auf ein entsprechendes Minimum, kannst die Farben hier auch rausnehmen, indem du einfach wieder auf diese X klickst, kannst hier auch für einen einzelnen Kunden zum Beispiel unterschiedliche Farbpaletten
hinzufügen. Du kannst den Paletten hier Namen geben, könntest hier eine weitere Palette mit hinzufügen oder dich hier auch an entsprechenden Farbpaletten inspirieren lassen, ja, die du gerne verwenden möchtest. Also da kannst du dich austoben. Dann hast du hier die Möglichkeit, die Markenschriftarten zu hinterlegen, was natürlich für ein Corporate Design auch entsprechend immer wichtig ist, dass du immer die gleichen Schriftarten verwendest. Canva bietet dir hier sogar die Möglichkeit, deine Hauptüberschrift, deine Unterüberschrift und den normalen Fließtext in entsprechende unterschiedliche Schriftarten zu hinterlegen. Also hier kannst du dann die Schriftart wählen, die du gerne verwenden möchtest. Dort findest du die ganzen Schriftarten, die in Canva schon zur Verfügung stehen. Kannst aber hier auch eine Schriftart manuell hochladen. Also wenn du eine Schriftart nutzt, die nicht in Canva vorhanden ist, kannst du sogar deine eigene Schriftart hier hochladen. Beachte bitte bei den Schriftarten, die du selber hochlädst, auch immer entsprechend die Lizenzbedingungen. Und wenn du das Ganze dann entsprechend abgespeichert hast, dann findest du das Ganze natürlich hier auch entsprechend in den Markenunterlagen wieder. Also Canva speichert das Ganze automatisch zwischen. Wenn du jetzt hier einfach wieder auf die Markenunterlagen klickst, dann werden wir hier genau unseren Max Mustermann finden können. Und du hast dann eben alles immer an einem Ort parat. Und wenn du jetzt ein Design erstellst, ich gehe jetzt hier mal auf die Startseite zurück, werde jetzt hier einfach mal, was erstellen wir denn, einen Instagram-Post mal öffnen. Und dann zeige ich dir eben, was das jetzt für eine Auswirkung hat, wenn du dort vorne die Markenunterlagen hinterlegst. Und zwar, wenn du jetzt sagst, du möchtest gerne den Hintergrund in deiner Markenfarbe oder in einer deiner Markenfarben einfärben, dann funktioniert es ja, indem du hier auf den Farbbutton klickst und du hast hier dann entweder natürlich die Möglichkeit, manuell durch Eingabe deines Hexacodes deine Markenfarbe einzugeben, was aber natürlich, wenn du entsprechende Designs erstellst, einfach mühsam ist. Deswegen kannst du es dir eben mit den Markenunterlagen total einfach machen, denn Canva schlägt dir hier automatisch alle Markenunterlagen, die du für die unterschiedlichen Kunden zum Beispiel angelegt hast, automatisch vor. Das sind jetzt zum Beispiel hier meine eigenen. Ich habe hier die Möglichkeit, wenn ich mit der linken Maustaste draufklicke, kann ich zwischen allen angelegten Markenunterlagen hin und her switchen, die ich gerne haben möchte. Ja, und dann werden mir hier automatisch die Farben angezeigt und ich habe mit einem Klick meine Markenfarben entsprechend in meinem Design. Muss mich nicht hier oben an dem Hexacode bedienen und danach suchen und so weiter. Ja, also das ist eine absolute Erleichterung meiner Meinung nach. Und du hast auch die Möglichkeit, und zwar findest du hier den Reiter Logos. Wenn der hier nicht gleich auf der linken Seitenleiste bei dir auftaucht, dann gehe hier einfach auf die drei Punkte mehr und dann findest du hier den Ordner Logos. Und die Logos, die du jetzt abgespeichert hast vorne in den Markenunterlagen, die tauchen jetzt hier auch bei den Logos auf. In meinem Fall sind wir jetzt hier wieder in meinen Markenunterlagen. Du kannst aber natürlich auch wieder wählen zwischen den anderen Markenunterlagen, die du entsprechend verwendest. Und dann werden dir die Logos von den anderen Markenunterlagen angezeigt. Ja, so kannst du hin und her switchen und hast dann mit einem Klick letztendlich deine Markenunterlagen bzw. dein Markenlogo. Oder wenn du dort entsprechend auch Elemente hinterlegt hast, die ein Designer für dich erstellt hat, dann findest du die hier natürlich auch entsprechend alle aufgeführt und kannst diese mit einem Klick in dein Design entsprechend rüber transferieren. Das nächste ist, wenn du ein Textfeld einfügst, ich habe es ja schon öfter mal gezeigt, du kannst dich in Canva auch an Shortcuts bedienen, also einfach auf der Tastatur das T drücken und schon öffnet dir Canva ein Textfeld in deinem Design. Und da ich jetzt hier in meinen eigenen Markenunterlagen bereits drin bin, schlägt mir Canva als entsprechenden Text quasi oder Textschriftstil eine meiner Markenschriftarten vor. Ich habe aber natürlich hier die Möglichkeit auch drauf zu klicken und zu sagen, okay, ich möchte jetzt nicht eine meiner Markenschriftarten haben, die du dann auch automatisch hier siehst, sondern ich möchte die von einem anderen Kunden nehmen. Ja, dann klicke ich auf den anderen Kunden und schon werden mir von dem anderen Kunden die entsprechenden Schriftarten entsprechend ausgespuckt. Ja, so hast du immer die Möglichkeit, mit einem Klick hin und her zu switchen zwischen den entsprechenden Markenunterlagen und kannst eben dein Design individuell anpassen, je nachdem für welches Unternehmen,
für welchen Kunden du arbeitest. Und es erleichtert, wie gesagt, die Arbeit einfach insgeheim. Und daher empfehle ich dir wirklich, wenn du viel mit Canva arbeitest und auch mit unterschiedlichen Kunden arbeitest, wirklich auf Canva Pro abzugraden, weil schon allein die Möglichkeit für jeden Kunden, die eigenen Markenunterlagen zu hinterlegen, für mich eine absolute Arbeitserleichterung darstellt. Nochmal als Reminder, schau gerne in der Infobox unter dem Video vorbei. Dort habe ich dir meinen Affiliate-Link reingepackt, mit dem du Canva Pro auch 30 Tage mal kostenlos austesten kannst. Wie immer hoffe ich natürlich, das Video hat dir gefallen und du konntest feststellen, wie richtig cool die Markenunterlagen in Canva sind. Also kleiner Reminder, falls du Lust hast, das Ganze mal auszutesten, schau gerne in der Videobeschreibung vorbei. Da findest du meinen Affiliate-Link, mit dem du Canva Pro 30 Tage mal kostenlos austesten kannst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei deinem Canva-Design und wir hören und sehen uns nächsten Montag. Tschüss!